Hallo lieber Steinbock, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Liebessituation uns anschauen mit deinem Kontrapart. Es ist ja so, du hast eine weibliche Energie und eine männliche, das spielt gar keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist. Du hast beides in dir, ja. Was du aber machen kannst, ist, hör dir deinen Aszendent, Mond und Venus Sternzeichen, weil die auch eine große Rolle spielen und da könntest du auch die Antworten finden, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns die ganze Situation an für den Monat April 2024. Das ist aber auch so, lieber Schützelein, das kann auch hinausgehen von der Zeit. Ja, also mit den Karten sehen wir alles hier und jetzt. Das sind immer Zukunftstendenzen, das sind aber Tendenzen. Ja, also das ist eine Möglichkeit, weil die Karten, das ist wie wenn wir sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, ja. Okay, dich habe ich gesehen. La Obsession. Das kannst du dir aber gleich selber vorstellen, was es ist, ne? Wenn du immer an ihn denkst. Wenn du immer noch an diese Person denkst. Du bist hier von ihm irgendwo besessen. Ja? Es kann aber auch gut sein, du bist mit jemandem zusammen, lieber Steinbock, und du weißt, dass die Ex-Freundin immer noch mit ihm gerne zusammen sein möchte, dass er das dir erzählt, dass sie sich vielleicht immer meldet, dass sie nervt auch, kann gut sein, es gibt welche, die einfach das nicht akzeptieren, aber du bist besessen hier von jemandem, du kannst diese Person nicht vergessen, vielleicht ist es ja auch jemand, den du verloren hast, vielleicht gibt es diese Person nicht mehr auf diese Inkarnation, das tut weh, das tut wirklich weh, ja, natürlich, man, das ist immer so leicht gesagt, vergiss ihn, der verdient das nicht, es kommt immer drauf an, weißt du, wie viele Jahren warst du mit dieser Person zusammen, du kannst nicht immer alles so wegradieren, das ist schwer, das ist ein Prozess, der sehr schwer, also ich verstehe diese Situation schon, da habe ich auch gelernt, dass man nur wirklich mit konstanter Arbeit an sich etwas erreichen kann. Also ohne, dass wir nichts tun, erreichen wir auch gar nichts, aber wir können auch nicht sagen, diesen Mann werde ich jetzt sofort vergessen oder die anderen, deine Freunde vielleicht auch, hey, komm, der hat dich nicht verdient, der Kerl ist scheiße oder die Frau ist scheiße, weil natürlich kann das ja auch andersrum sein, aber das ist nicht leicht. Ja, man fasst es immer mit Worten, aber das ist wirklich nicht leicht. Also hier kannst du jemanden nicht vergessen, lieber Steinbock, ja? Also die Erdelemente haben das oft. Also Jungfrau, Stier, wenn du jemanden liebst und du jemanden geliebt hast, dann ist es sehr schwer, diese Person zu vergessen. Ja, also natürlich. Also als Steinbock, Jungfrau, Stier, das ist wirklich nicht einfach. Ja, es gibt Menschen, die weiterkommen. Also ich sag mal immer so, die Luftelemente sind da einfacher. Also wenn ich jetzt ein oder zwei sogar, Zwillinge und Wassermann, wenn ich jetzt die zwei mit anderen Sternzeichen vergleiche, also die sind da lockerer. Also ich sage jetzt nicht, dass sie die Person nicht vergessen können. Ich rede jetzt von den Sternzeichen. Ich weiß ja nicht, was der Aszendent ist. Ja? Ich rede nur von den Sonnensternzeichen. Dann kann man es leichter machen. Aber wenn du irgendwo ein Erdelement bist, ist es schwieriger. Ja, weil du quasi mit dieser Person etwas erlebt hast, indem du gerne, sag ich mal so, es wieder haben möchtest in deinem Leben. Es ist schwer, ja, du bist ja ein Erdelement, die Erde ist schwer, das ist ein Fundament, okay, Boden. Also du bist mit den Füßen auf dem Boden, du bist nicht jemand, der träumt und du kannst nicht so leicht jemand ersetzen. Das ist nicht leicht, ja. Okay, schauen wir mal, was die Lavendelkarten sagen. Hier ist ein Spiel. Hier ist jemand immaturo. Hier ist jemand ein Kind, kindisch, ein kindisches Verhalten. Also ich sag mal so, Leute, entweder habt ihr hier mit einem Mann zu tun, der vielleicht auch wirklich selber spielt, oft spielt oder die Zeit verbringt mit Spielen. Das kann aber auch gut sein. Also ganz viele Menschen gehen auseinander wegen dem, weil die Männer oft diese Tendenz haben. Die sind auch sehr jung. Das kann ja auch gut sein. Hier ist ein Altersunterschied. Es kann aber auch gut sein, dass du hier sagst, Katja, ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Ich bin tatsächlich besessen von ihm, weil er die ganze Zeit nichts auf der Reihe kriegt, auf die Reihe. Das muss ja nicht unbedingt immer der Liebende sein. Also wir lieben unsere Kinder
Und wir machen uns Sorgen als Eltern. Und es ist klar, dass wir vielleicht uns auch eine Liebeslegung anschauen. Wie geht es weiter? Schafft er das? Bringt er das rüber? Bringt er das gebacken, etwas auf die Reihe zu bekommen? Es kann aber auch gut sein, dass du jetzt hier dich amüsierst. Jemand amüsiert sich hier. Jemand verbringt hier seine Zeit mit Dingen und denkt nicht an das andere. Denkt hier nicht wirklich an das Leben. Aber weißt du, das ist auch eine Sucht. Also hier muss man vorsichtig sein. Das ist nicht die Realität. Also ich weiß nicht, ich bin kein Fan von solchen Spielen. Also ich selber muss es auch zugeben, ja, natürlich gibt es in der Familie Spieler, ja, die zum Beispiel mein Bruder, mein Mann, die spielen ab und zu mal solche Spiele, aber ich selber, wenn ich das mir anschaue, ist es für mich wirklich nicht die Welt. Also man hat mir schon oft gesagt, komm, lass uns doch mal zusammen spielen auf dieses Xbox, mal Weihnachten oder so Feierlichkeiten. Nee, Leute, das ist nicht meine Welt. Ich kann damit nichts anfangen. Es gibt Menschen, die können da wirklich perfekt etwas anfangen. Ich nicht. Ich nicht. Und ich sehe das wirklich nicht als Ausweg, weil du bist irgendwo in einer Welt, in einer Illusion. Du bist schon in dieser Illusion hier auf dieser Erde und dann noch mal eine Illusion, dass du kommst da gar nicht raus, ne? Hammer. Okay, also wie gesagt, hier ist jemand, der die ganze Zeit an eine Person denkt. Also kann auch gut sein, du bist besessen oder kann ja auch gut sein, L'Obsession. Dass diese Person auch dich belastet mit seiner Energie, ja? So, schauen wir jetzt mal die weibliche Energie uns an. Leute, hier reinigt man etwas. Und zwar das Südknoten. Ich habe ja schon gesagt, dass mit der ganzen, heute ist es ja soweit, ne? Heute ist dieses Sonnenfinsternis. Überall liest man das, ne? Und astrologisch, ich sage das jetzt nicht selber, Leute, ich habe das nicht erfunden. Ihr könnt euch die Videos anschauen. Natürlich sind sie auf meine Muttersprache. Aber falls ihr Interesse habt, ich verlinke euch das natürlich selbstverständlich. Das ist nichts von mir erfunden. Ich bin ja nicht in der Astrologie tätig. Aber es wird keine einfache Phase sein für uns Menschen. Das Kollektive wird wahrscheinlich auch Tage haben, die sehr schwer sein werden. Also wir wissen ja gar nicht, wo das Ganze hinführt mit diesem Konflikt. Natürlich dipingiamo, also wir tun immer die Guten als die Schlechten malen und gerade umgekehrt. Also das ist so, ich sag nur mal so, Amerika ist überall drin, hat immer seine Fingerchen drin. Egal wo was man hört, egal wo das ist, egal was ist, die sind immer drin. Irgendwo sind sie immer drin, ja. Und irgendwann mal wachen wir auf und verstehen, was Sache ist. Ne? Dass es langsam reicht für alle. Ne? Und wir als Europa, also ich rede jetzt von uns Europäer hier, die wir irgendwo reingezogen werden, indem wir eigentlich nichts zu tun haben. Ne? Und das ist so, da sagst du, wieso, was hat das jetzt mit diesem Gespräch zu tun? Natürlich hat das mit dem zu tun, weil du kannst kein Liebesleben mehr leben, du kannst nichts mehr erleben, wenn wir irgendwo reingezogen werden. Das sind dann die unwichtigsten Dinge. Also die Kartenlegungen, das Ganze hat gar keinen Sinn mehr, weil wir dann in etwas reingezogen werden, das ernst ist. Ich sag es dir, lieber Scheinbar, weil du bist eine Person, die sehr intelligent ist, sehr, und mit dem Kopf auf den Schultern ist, ja. Und du weißt, wie das Leben ist, ne? Das sind Prioritäten. Das gibt es Prioritäten im Leben, ja, und das ist eine davon. Und mit diesem Sonnenfinsternis passiert auch das. Es bereinigt sich etwas. Und das ist ja auch der Punkt, dass diese Menschen, die an der höheren Macht sind, ich sag mal, die andere Seite, das nicht will, dass wir Menschen aufwachen, dass wir uns reinigen, ja. Und das passiert aber mit dir, mit der weiblichen Energie. Das ist toll. Das ist eine tolle Situation, würde ich hier sagen, ja. Okay, machen wir weiter. Und zwar, wir werden uns hier die Situation anschauen mit den ganz normalen Orakelkarten. Du nimmst mir hier auf, ja, weil auf der anderen Seite tut gerade das Video bearbeitet. Ja, das mit dem Schütze, den habe ich ja schon gedreht. Union, ne? Hier sind zwei Menschen. Lotta, hier ist ein Kampf. Vielleicht sind hier oft Streitigkeiten wegen dieser ganzen, was hier passiert. Und hier schließt sich eine Türe. Das ist wie wenn etwas schließt. Und jetzt wünscht man sich, dass diese Phase auch abgeschlossen wird. Also entweder ist es so, dass hier ein Kampf ist. Also ihr könnt ein Dreiecksbeziehung, also eine Beziehung sein mit mehreren Personen. Und hier ist es irgendwie ein Kampf. Es kann aber auch gut sein, du kämpfst hier für deine Ehe, du kämpfst hier für diese Person. Auch wenn es jetzt hier diese Türe geschlossen ist,
Entweder ist es die Schließung von einer schlimmen Phase, die zwischen euch ist, oder ist es wirklich eine Schließung von der Beziehung, dass man hier auseinandergeht. Natürlich hat man hier mehrere Varianten oder ihr seid sogar auseinandergegangen. Felicita, Leute, nein. Ich sage mal so, auch wenn du jetzt sagst, ich habe mich von dieser Person gelöst, ich bin nicht mehr mit ihm zusammen, du wirst hier glücklich sein. Du wirst hier dein Glück finden, ja? Lieber Steinbock, ja. Du wirst hier deinen Frieden finden. Du wirst hier alles finden, was du brauchst. Du brauchst dir nicht mehr zu kämpfen. Es kann auch gut sein, dass es deine innere Version, die kämpft. Deine innerliche Situation. Und das gibst du auch in der Partnerschaft ab. Also wer jetzt gerade Komplikationen hat in der Partnerschaft, kann auch gut sein, dass es innerliche Konflikte sind. Ja? Und wenn du jetzt sagst, er spielt eine große Rolle, ich kämpfe für ihn, ich weiß, dass wir uns lieben, kann gut sein, dass ihr das schaffen werdet. Wenn es nicht so ist, wirst du trotzdem glücklich sein, weil diese Person einfach nicht in deinem Leben gehört. Lieber Steinbock, ich kann das nur so sagen. Also das ist klar. Man kann nichts zwingen, wenn diese Person nicht in deinem Schicksal gehört. Und oft fragt ihr mich auch, wie ist es denn? Ist es so? Leute, das ist eine kollektive Legung. Ich kann dir nicht 100% sagen. Das sieht anders aus, wenn ich dann die Bilder habe, die Geburtsdatum und dann die anderen Dinge rauskommen. Weil oft denkt man, okay, das ist meine Legung. Er kehrt zurück, aber dann kehrt er nicht zurück. Scheiße, ne? Ja, das ist ja fürs Kollektive. Ich weiß ja nicht, was du für andere Energien hast, ja? Also das ist schon wichtig, ja? Okay. Hier kommen schockierende Nachrichten. Dinge, die dich schockieren als Person, kann aber auch sein die Beziehung, aber das ist eine Transformation. Leute, diese ganzen Überraschungen, die jetzt auf dich zukommen, die sind positiv. Also auch wenn du jetzt Angst bekommst, auch wenn du jetzt dich erschreckst, natürlich ich auch, wenn ich diese Karte sehe, erschrecke ich mich auch, ich bin ganz ehrlich. Weil ich bin jemand, der auch, das ist ja so, ich bin Löwe und das ist ein fixer Sternzeichen. Und die Veränderungen sind schwierig für mich zu akzeptieren. Ja? Du sagst jetzt, Katja, bei mir auch. Das ist für mich nicht einfach, ja, diese ganze Situationen zu akzeptieren. Das ist tatsächlich nicht einfach, ja. Hier haben wir jemanden, der sich konditionieren lässt, der wirklich altmodisch denkt, der nicht irgendwie, also ich sag jetzt, das ist nicht immer. Das ist nicht immer negativ gemeint. Es gibt Menschen, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, nee, das habe ich jetzt dem Schütze gesagt, wir werden schnell alt. Also wir werden schnell reif. Ja, wir müssen schnell älter werden. Das ist ja klar, das Leben hat dazu gebracht, dass du älter wirst. Und es kann ja auch gut sein, dass du für deinen Alter einen sehr reifen Zustand hast. Also ich sage, hier sind zwei Oppositionen. Jemand, der vielleicht sehr unreif ist und jemand, der sehr reif ist. Aber denkt nicht, dass man sie nicht zusammentun kann. Natürlich, weil ihr könnt beide aneinander lernen. Also du lernst hier lockerer zu sein und er oder sie lernt hier zuverlässiger zu sein, verantwortungsbewusst, was der Steinbock sehr gerne hergibt. Der Steinbock ist so. Also Leute, habt ihr das Gefühl, also wenn ihr jetzt Steinbock seid, bestätigt es mir mal. Also ich habe das selber gespürt. Also egal, meine Oma war Steinbock, bei ihr habe ich mich immer sicher gefühlt. Mein Mann ist Aszendent Steinbock und ich fühle mich bei ihm sicher. Egal, wer Steinbock ist, gibt mir dieses Gefühl Sicherheit. Und man sagt es auch zu dieser Mensch. Also ich kenne ganz viele, die auch sagen, wenn ich mit einem Steinbock rede, bekomme ich Sicherheit. Sie geben dir diese Sicherheit. Sie haben das in sich drin. Natürlich gibt es auch andere Personen, andere Mentalitäten, die das dir nicht geben. Aber meistens ist es so. Hört ihr das auch oft? Also selbst könnt ihr mir mal schreiben. Ne? Und hier, das ist klar, hier ist es eine Liebe, die auf einer ganz anderen Basis stattfindet. Das ist nicht diese gewohnte Liebe. Nein, das ist ja eine unkonditionierte. Also du brauchst mir nicht zu geben, weil ich dir trotzdem gebe. Ohne irgendwie ein Verlangen zu haben. Das ist eine Liebe, die auf einer schönen Basis ist. Man gibt und man bekommt. Man gibt sich, man teilt hier in dieser Liebe. Das ist die wahre Liebe. Ja, natürlich, ich kann dir jetzt nicht sagen, lieber Steinbock, existiert sie in deiner Situation? Das kannst nur du wissen. Aber wenn es so ist, dann wird diese Beziehung blühen. Dann wird diese Beziehung weitergehen. Wenn es nicht so ist, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, dann verdienst du etwas anderes. Ja, dann verdienst du eine andere Person. Auch wenn du jetzt sagst, ich kämpfe für meine Beziehung, Katja. Ich gebe uns nicht auf. Okay.
Wenn du jetzt denkst, dass es so ist, dann mach das ja auch. Ja, also wer hat keine Schwierigkeiten? Also wir selber haben auch mal Schwierigkeiten. Wir sind schon, ich weiß es gar nicht, 11 oder 12 Jahre, auf jeden Fall 11 Jahre verheiratet. Es kommen immer mal Schwierigkeiten. In jeder Ehe gibt es mal Höhen und Tiefen, ja? Nobody is perfect. Niemand ist perfekt, aber man schaut, was man machen kann, ja? Und manchmal kann es auch gut sein, dass die anderen dich konditionieren, dass die anderen dir etwas einreden, ja? Hier sind Geheimnisse, die aber gelüftet werden müssen. Natürlich, man kann hier das nicht mehr. Ja, seht ihr das? Man möchte glücklich sein. Und diese Geheimnisse, das sind Geheimnisse, die hier nicht mehr in deinem Herzen bleiben können. Geheimnisse, die dich vielleicht unterdrücken. Geheimnisse, vielleicht ist es auch so, ihr seid ins Geheime zusammen. Kann ja auch gut sein. Vielleicht wollen ihr die Eltern nicht oder man hat hier Komplikationen. Wie ich ja schon gesagt habe, es geht hier um eine dritte Person. Okay, könnte gut sein. Jetzt für Steinbock. Wir hatten das bei dem Schütze. Jetzt sage ich es dir auch. Steinbock, ein wichtiger Aspekt ist die Arbeit. Also wer kennt das nicht? Zu 99% alle Steinböcke brauchen das, brauchen die Arbeit, auch wenn du jetzt sagst, mein Aszendent, Venus, egal wie, das ist ein wichtiger Aspekt. Und genau das ist es. Du brauchst jetzt Sicherheit, du brauchst jetzt Stabilität und Geld, natürlicherweise. Ich sage jetzt nicht, dass die Steinböcke nur von Geld leben. Das ist das Allerwichtigste ist, aber das gehört dazu für diese Menschen. Das sind alle Erdelemente, Stiere, natürlich. Jungfrau und du bist auch einer davon, ja, aber das ist ja das und das wird so August sein, indem du feststellst, was du an Samen gelegt hast, wirst du ernten. Okay, das ist deine Ernte, du hast eine gute Ernte. Felicità, wirklich hier glücklich sein, das hattest du auch vorhin. La Felicità zweimal und du hattest dann auch das Frieden. Also es ist wie wenn du langsam rauskommst. Okay, rauskommst von dieser ganzen Unterdrückung. Mal gucken, was wir hier für eine Karte bekommen bei Segreti. Du wirst hier eine Lösung finden. All das, was vielleicht in dir drin ist. Dass du vielleicht auch hier die Wahrheit herausbekommst, dass du jetzt weißt. Also Leute, hier wird eine Trovare la soluzione. Du wirst hier eine Lösung finden. Für diese ganze Versteckspiele, für dieses ganze innen drin. Manchmal hat man auch selber, man weiß nicht, wie die andere Person tickt, ne? Es kann auch gut sein, dass man nicht den anderen richtig durchschaut hat, okay? Dass man Geheimnisse hat, aber diese Geheimnisse sind jetzt nichts, ich gehe dir fremd oder schlimme Sachen, sondern eigene Geheimnisse, die man selber nicht weiß zu haben. Und dass sie dann rauskommen, ja? Das ist manchmal sehr schwer, aber viele wissen gar nicht, ne, wie sie damit umgehen sollen. Okay, schauen wir jetzt mal mit Cupido, was er zu euch sagt. La risposta è sì. Die Antwort auf die Frage ist ja. Das ist nicht negativ, das ist nicht positiv. Nur du kennst das. Die Antwort ist ja. Aber was? Die Sposo. Ich heirate dich. Also vielleicht seid ihr hier auch verheiratet oder du hast wirklich den Mann gefunden, mit dem du dein Leben teilen kannst oder du kämpfst, weil du ihn nicht verlieren willst. Das kann aber auch gut sein, du hast ihn verloren. Du könntest hier Witwe sein, Witwer, Mann. Natürlich kann das gut sein. Aber hier ist jemand sehr ernst, Leute. Hier ist die Antwort ganz simpel. Ja und die Sposo, ich heirate dich. Also vielleicht fragst du dich auch, ob diese Beziehung wirklich ernst ist. Könnte gut sein. Aber wie gesagt, das sind Tendenzen. Das ist im Kollektiven, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, er wird dich morgen heiraten. Er wird morgen um deine Hand bitten. Oder auch andersrum, ja. Als Frau kannst du ja auch fragen. Das ist ja nicht so. Okay, schauen wir mal mit den Tarotkarten. Ich trinke ganz kurz meinen Kaffee, der schon kalt ist. Lieber Steinbock, schauen wir uns mal die Situation an. Hier geht was kaputt. Oder hier ist etwas kaputt gegangen. Ja, hier ist eine neue Chance, eine neue Angelegenheit. Wow, lauter Neuanfänge. Neustart. Neustart überall, beruflich, in der Liebe. All das, was kaputt gegangen ist,
ich sag das mal so, es ist eine glückliche Situation für dich, eine glückliche, positive Wendung in Sache Liebe. Aber nicht nur in Liebe, auch beruflich. Das Leben hat dazu gebracht, dass du nicht mehr an diesem alten Fundament aufbauen kannst. Alles ist raus. Alles, was rauskommen muss, kommt. Es muss so sein. Es hätte nicht anders laufen können, ja? Hier ist vielleicht auch irgendwie etwas passiert, vielleicht auch ein Unfall, etwas, in dem du Tragisches verstanden hast. Okay, guck mal, wenn diese Person nicht mehr in meinem Leben ist, wie soll ich das schaffen? Nur so hätte ich das erfahren können, wenn diese Person sich von mir entfernt. Oder es kann auch gut sein, du hast diese Person wirklich verloren durch einen Unfall und es ist für dich schwer, wieder anzufangen. Aber der Erfolg ist da. Du triumphierst hier. Du fängst etwas Neues an. Hier präsentieren sich Chancen für euch, ja, für euch als Partner, aber auch für dich alleine, lieber Steinbock. Also hier wirklich, hier öffnet sich eine Welt. Du kannst sagen, Katja, wirklich, ich bin bereit, hier diese Person zu heiraten. Es kann aber auch gut sein, du hattest mit dieser Person diese Chance, ja, und vielleicht wird sie euch wiedergegeben oder die Beziehung ist irgendwie kaputt gegangen, ihr habt Schluss gemacht, aber jetzt ist es anders. Jetzt hat diese Person eingesehen oder ihr habt beide das gesehen, weil, wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, dass ihr einer von euch zwei ein bisschen kindischer ist. Nicht auf den gleichen Level, ihr seid nicht auf den gleichen Level, ne? Einer ist hier schon viel reifer, maturer, weil, weißt du, ich habe den Kopf auf meinen Rücken, ich weiß, was ich will. Und der andere könnte noch das nicht ganz genau wissen, aber das kommt auch. Natürlich folgt das auch, wenn ihr zusammen vibriert, wenn ihr zusammen seid, dann ist die Vibration da. Dann ist es halt so, du lernst etwas von ihm und, dass ich das richtig sage, genau, du lernst etwas von ihm und er lernt etwas von dir. Und genauso umgekehrt, wenn du jetzt hier ein Mann bist, natürlich, ja. Weil ich habe ja auch Männer, ich freue mich immer. Die Legungen sind für alle gedacht, ne? Ich sag dir nicht, die blöde Männer, um Gottes Willen. Ohne Männer würden wir ja gar nicht da sein. Umgekehrt genauso. Ich verstehe das gar nicht, wieso manche Kollegen von mir immer etwas gegen Männer haben, aber die Legungen gehen immer zu zweit. Also wir müssen davon ausgehen, den Mann brauchst du ja auch oder den Gegner, ne? Die Part. Also hier Erneuerungen, schöne Dinge fangen an. Nachrichten, Job, Possibilità, Angelegenheit, die mit deinem Job Selbstliebe, dich habe ich gesehen. Dich habe ich gesehen. Transformation, Leute. Pluto! Pluto im Visier. Das können wir nicht weglegen, ne? Wieso freue ich mich immer so? Na, weil ich freue mich, ich kriege Gänsehaut. Freuen tue ich mich nicht immer so. Das ist Wahnsinn, das ist diese Freude, wie Pluto immer dabei ist zurzeit, ne? Ich bin da. Wie kann man ihn übersehen? Ich übersehe dich nicht, Pluto. Hier ist eine Transformation. Jemand, radikale Transformation, das ist aber im Positiven gemeint, ne? Nicht im Negativen, dass diese Person sich hier transformiert. Entweder kommt er hier auf deine Höhe, weil du bist hier wahrscheinlich jemand, der sehr reif ist, eine Person, die hier weiß, was sie will oder was du willst als Mann. Natürlich kannst du ja auch ein Mann sein, aber die andere Person könnte jetzt nicht so sein wie du. Leute, schon wieder. Notiz. Ascesa, hier, du gehst Richtung die Höhe. Das ist hier eine wunderschöne Karte. Sie bedeutet, dein Leben geht bergauf, nicht bergunter. Bergauf. Und alle Karten werden auf den Tisch gestellt. Wie gesagt, es kann gut sein, dass wir hier mit jemandem zu tun haben, der gern spielt. Gern spielt, aber diese Spiele funktionieren nicht mehr so. Hier wird jetzt mit Karten, mit geöffneten Karten gespielt. Hier sieht man alles. Also guck mal hier, Viaggio. Hier könnte eine Reise sein, aber auch ein Flirt. Dass das Ganze irgendwo mit einem Flirt angefangen hat. Oder du sagst, Katja, das ist ja das, was hier passiert ist. Ne, das mich geärgert hat, dieser Flirt. Weil ich habe das jetzt selber damals umgeschrieben, weil das für mich so eine Flirtkarte ist. Aber tatsächlich heißt es hier auch eine Reise. Es kann auch gut sein, man betätigt hier eine Reise oder jemand kommt auf dich zu. Kann ja auch gut sein, man bekommt Besuch. Ja, es kommt immer drauf an, lieber Steinbock, was du gerade durchmachst. Ja, was gerade in deinem Leben passiert. Schau mal jetzt mal an. Was? Schon wieder die Karte. Die ist doch schon vorhin rausgekommen. Leute. Wir haben hier jemand, das schießt, also wir haben hier jemand, der abhaut.
der abhaut, der ist hier irgendwo gebunden, abhängig. Ich sag doch, hier haben wir eine Energie, die männliche Seite sollte sich transformieren. Er muss sich hier transformieren oder sie muss sich transformieren, weil so geht es nicht mehr weiter. Er hat Angst, er kann nicht richtig, er springt weg, der Springer. Er springt weg von der Realität. Ich sag ja, wahrscheinlich schlicht er sich in diese Welt, die nicht wahrhaftig ist. Und hier ist er irgendwo auch abhängig von dieser Welt. Also hier ist irgendetwas, was nicht korrekt ist. Ja, was ihn drückt, erdrückt oder irgendetwas schließt ihn davon ab zu wachsen. Ich denke, du könntest hier das Beste sein, was ihm im Leben geschehen ist. Wirklich. Also, lieber Steinbock, ob du jetzt Frau oder Mann bist, du bist das Beste, was ihm im Leben geschehen konnte, weil du ihn dazu gebracht hast, weil du sie dazu gebracht hast. Auch wenn du jetzt sagst, ich bin mit dieser Person nicht mehr zusammen, ihr habt euch was gegeben. Natürlich ist hier was entstanden, aber hier fängt man etwas Neues an. Natürlich kann man hier sagen, eine Erneuerung oder eine neue Liebe. Das kann ja gut sein, dass du dich jetzt entschlossen hast, diese Person zu vergessen und einen Neustart zu haben, ja? Das kann auch gut sein. Schauen wir mal, was die Hexen hier uns erzählen. Du gehst hier in einer Direktion. Welche Direktion? Du solltest hier deinen Intuition folgen. Was du jetzt machen solltest, in welche Richtung du gehen sollst, ist da, wo dein Herz dich führt. Du wirst jetzt hier irgendetwas, wow, Leute, wow, Wahnsinn. Ich freue mich für dich, lieber Steinbock, weil natürlich freue ich mich. Ich freue mich für alle Sternzeichen, weil wir irgendwo alle miteinander verbunden sind. Und diese Direktion, die du gehen wirst, für das, was du dich entscheiden wirst, die männliche Seite wird hier erfolgreich haben. Ich sag ja, da passiert eine Transformation. Ohne diese Häutung, das ist wie eine Schlange, dass man die alte Haut nicht zurücklässt. Das ist ja das, was gerade mit dem Planet passiert. Die Menschen, die nicht mitkommen, das kann mir passieren morgen, überall kann das passieren, jedem. Ich sag das auch immer für mich. Wir können diese Dimension verlassen, weil wir nicht mehr mitkommen. Weil wir nicht mit dem Halt, was die Dimension uns gibt für die Frequenz, ja? Oder es gibt auch Menschen, die fertig sind mit seiner Inkarnation, ja? Aber hier, du gehst hier einen Weg ein, der dich zum Erfolg bringt, ja? Sehr, sehr schön. Okay, jetzt klingelt auch noch mein Haustelefon. Ein Augenblick. So, lieber Steinbock, bin wieder zurück. Ich hole mir jetzt hier die Cupido-Karten für die männliche Seite und schauen wir uns an, was Cupido hier uns zu sagen hat, ja? Gegenüber dich und deinen Herzensmensch. Frau oder Mann, das spielt gar keine Rolle. Ich sage das jedes Mal. Hauptsache, es passt energetisch, ja? La tua femminilità mi seduce, il tuo essere maschio mi seduce. Also hier ist eine starke Anziehungskraft. Diese Person also quasi du ziehst diese Person an, ja, wie so ein Magnet, aber es kann auch andersrum sein. Also, dass ihr euch beide gegenseitig anzieht. Sehr schön. Sono una guerriera. Oh, Leute, Wahnsinn, ich kämpfe für uns. Leute, hier haben wir mit einem Kämpfer zu tun, un guerriero, una guerriera, also eine Frau und Mann, der hier kämpft für die Liebe. Also man kämpft hier für die wahre Liebe. Und man hört nicht auf zu kämpfen. Das ist wunderschön, weil wenn es wirklich die wahre Liebe ist, wieso aufgeben? Nein, weil wenn hier alles stimmt, wenn man hier weiß, also ich kriege überall Gänsehaut, wenn man weiß, dass man füreinander bestimmt ist, dann wird man auch zusammen es schaffen. Ja, ich bin wirklich ein Kämpfer und ich gebe nicht auf. Ich gebe unsere Liebe nicht auf. Also ich würde sagen, der Titel könnte auch gut sein. Also ich gebe uns nicht auf. Ganz einfach und simpel. Ja, also für diejenigen, die jetzt hier wirklich mit jemandem zusammen sind, vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass er ein kindisches Verhalten hat, aber das andere, der Rest stimmt ja, ne? Da kann man schon dran arbeiten, ja. Kollaboration, man redet hier, man bespricht hier etwas, also man kommt hier auf den gleichen Nenner. Okay, das ist ja auch eine berufliche Situation, wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Es kann auch beruflich sein, weil hier jemand sehr vorsichtig ist. Also diese Person ist sehr langsam. Also wenn du erwartest, dass er schnell ist, täuschst du dich, ne? Also das ist eine Person, die wirklich diesen Omen in der Hand hat, aber er braucht.
Weil diese Person ist hier im Schutz. Er beschützt sich hier. Ne? Hier ist irgendwo Angst von ihm oder von ihr, aber ich denke, das hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Überall ist es so. Jeder von uns wurde schon mal verletzt. Ja, das kann aber auch gut sein, du hast diese Person verletzt oder du sagst hier, Katja, er hat mich verletzt. Ja, ich weiß, dass er jetzt hier das alles gut machen wird, aber das wird dauern. Also das ist jetzt nicht so, dass es von heute auf morgen alles vorüber, wie sagt man, das alles verarbeitet worden ist. Aber ich denke, hier geht es auch um eine berufliche Situation, ja? Dass hier diese Situation, die gerade herrscht, ja, bei der Arbeit, könnte hier dir etwas bringen. Du wirst später die Samen sehen. Also bei den Ritter der Münzen siehst du später die Samen. Ich liebe diesen Ritter der Münze. Ich sage das immer wieder, weil das ein Ritter ist, der langsam tut, diszipliniert ist, achtet darauf, was er tut, weiß, was er tut. Ja, natürlich ist es kein König. Der beherrscht das noch nicht ganz recht. Aber trotzdem weiß er schon mal, in welche Richtung er wird hier geführt. Also er geht wirklich ganz langsam. Wie sagt man das? Er auf Deutsch. Er reitet Richtung diese Münzen. Versteht ihr das? Dieses Omen, das er trägt, ja? Also wie gesagt, es kann gut sein, dass er wirklich sehr vorsichtig ist, dass er jetzt, sagen wir mal auch so, Bewusstsein hat, ja? Vom, was er bis jetzt gemacht hat oder was er falsch gemacht hat. Jetzt bekommt er eine neue Mindset. Was sollte ich ändern? Leute, wir reden hier von Neustart. Also es kann auch gut sein, ich werde jetzt hier ein komplettes Neustart als Titel geben, weil hier haben wir lauter Einser. Also von der Seite und von der Seite sehen wir das auch, ne? Opportunität, neue Angelegenheiten, ja, die auf dich warten, lieber Steinbock, die auf euch warten, auf euch zwei könnte ja gut sein. Also natürlich reden wir hier von einer Partnerschaft. Falls du jetzt aber sagst, Katja, ich habe mich jetzt getrennt und ich bin glücklich alleine und ich konzentriere mich, fokussiere mich auf meinen beruflichen Aspekt, kann auch gut sein, aber ich sehe hier tatsächlich eine Verbindung zwischen euch. Ich sehe hier zwei Menschen, die tatsächlich Gefühle füreinander haben, ja? Und das sind wahrhaftige Gefühle. Okay, schauen wir mal mit den Sternzeichen. Urano. Wir wissen ganz genau, wie Urano sehr schnell ist. Das ist eine schnelle. Also nehmen wir jetzt mal Pluto. Pluto ist sehr langsam. Pluto ist langsam im Gegensatz zu Urano. Uranus ist sehr schnell. Ist auch für die Freiheit gedacht. Liberation, also hier befreit sich jemand. Also ich denke, du wirst dich, sobald du nicht mal schauen kannst, bist du schon befreit von der Situation. Also hier kann wirklich die Lösung sein in der Beziehung, ja. Wir haben hier Merkurius, die Kommunikation ist sehr wichtig, dass man miteinander redet, dass man hier die Sachen sich sagt, ja. Und wir haben hier Zwillinge, ob das dir was sagt, Taurus, also wir haben hier auch Stier und zu guter Letzt Waage. Waage, das ist auch für die Gerechtigkeit gedacht. Ne? La bilancia, also ich fange an zu wiegen. Ja? Was in dieser Beziehung passt und was nicht. Es ist wichtig, Leute, ja, dass wir miteinander reden, Kompromisse. Also wie ich ja auch den Schütze gesagt habe, auch ein bisschen so Ähnlichkeiten, dass hier Neuigkeiten kommen. Aber diese Neuigkeiten könnten ja auch beruflich sein, wenn man so sozusagen auf einen Anruf wartet oder eine Antwort, okay? Aber guck mal, hier hast du ja schon eine Antwort. Die Antwort lautet ja. Also ich habe jetzt hier viele Optionen bei dir, wie ich den Titel nennen soll. Weil die Antwort lautet ja, könnte ich auch machen, ja? Weil du kannst ja schon wissen, was ist die Antwort, wenn du dich fragst und du suchst nach einer Antwort und die antwortet, und die Antwort, Entschuldigung, lautet ja. Das kannst nur du wissen, auf was das bezogen ist. Ne? Guck mal, den Erfolg hast du hier. Es geht hier um Erfolg zu sein. Es geht ja, dass man triumphiert, ja. Und ich denke als Pärchen, dass man hier vielleicht etwas reparieren kann, kollaborieren kann zusammen. Wir bauen das wieder auf, diese Beziehung. Wir sehen hier, dass wir uns unterstützen. Wir kollaborieren zusammen. Natürlich kann das ja auch eine Dreiecksbeziehung sein, weil wir ja auch drei Personen sehen, okay? Und dass man hier sich bewusst wird, dass es nicht mehr so weitergeht. Okay, kann auch gut sein. So, lieber Steinbock, das war hier deine Legung. Ja, ich freue mich wahnsinnig, ne, über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Ja, wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.